Papa, was machst du denn da? Ich will den Fernseher ans Fenster stellen. Können wir denn das Fußballspiel draußen anschauen? Auf der Terrasse? Das ist cool. Ja, genau. Aber jetzt muss ich erstmal die Kabel vorholen. Und, klappt's? Kannst du bitte mal den Couchtisch vors Fenster stellen, damit ich den Fernseher rübertragen kann? Ich helfe dir, Mama. Danke. So müsste es gehen. Okay, Achtung. So, prima. Jetzt können wir halt hier nicht mehr rein und raus. Ja, jetzt müssen wir eben die Esszimmertür benutzen. So, jetzt muss ich noch den Receiver wieder anschließen. Oh, das ist ja mal ein kurzes Antennenkabel. Das reicht nicht. Oh nein, Papa, können wir jetzt nicht draußen fernsehen? Das wäre ja schade. Ich weiß nicht. Ich rufe mal Martin an. Vielleicht hat er ein längeres Kabel. Hallo Martin, hier ist Michael. Hast du vielleicht ein langes Antennenkabel? So etwa 4 Meter lang wäre gut. Warte mal, ich muss mal nachschauen. Also unseres ist höchstens 2 Meter lang. Wenn überhaupt. Ach schade, danke trotzdem, bis später. Hatte keines? Oh nein. Nein, jetzt rufe ich mal Opa an. Hallo Michael. Ein langes Antennenkabel? Ja, ich habe verschiedene Längen. Das ist ja super. Bringe ich dir rüber. Da kommt Opa. Opa! Hallo. So, hier bitte. Vielen Dank. Super, das passt perfekt. Jetzt gehen wir mal raus und schauen, ob es funktioniert. Ja, cool, aber da kommt ja schon Fußball. Ja, das sind nur die Vorberichte. Der Fernseher läuft. Prima. Soll ich dir noch etwas helfen? Ja, schau, ich habe hier schon Gläser und Teller gerichtet. Die könntest du raustragen. Den Tomaten-Mozzarella-Salat habe ich auch schon gemacht, aber den lasse ich lieber noch hier drin. Okay, alles klar. Papa, wir müssen noch die Deko aufhängen. Ja, Papa, die Flaggen. Machen wir. Alles der Reihe nach. So, die Girlande hängt. Oh, schön. Jetzt mache ich Feuer. Ihr Kinder dürft hier vorne sitzen, dann seht ihr auch etwas. Es geht los! Schaut euch das an, das gibt's doch nicht! Wie wird denn da gespielt? Die schießen gar kein Tor! Das ist nicht so leicht, Anna. Das Spiel dauert ja noch eine Weile. Gelbe Karte? Ja, sowas. Oh nein, jetzt ist er auch noch verletzt. Michael, ist denn der Grill parat, dass wir dann auch in der Halbzeit essen können? Ja, ich denke schon. Aber ich schaue jetzt mal noch schnell nach dem Feuer. Tor! Aua! Michael, was ist los? Ich hab mich geschnitten an der Lampe. Das blutet aber stark. Ich hole schnell Desinfektion und einen Verband. Oh Mann, ausgerechnet jetzt. So, schnell desinfizieren. Dann drücken wir das hier drauf. Das hört gar nicht auf zu bluten. Die Schnittwunde ist ziemlich tief. Ich glaube, das muss genäht werden. Meinst du? Oh nein, armer Papa. Armer Papa. Ja, ihr solltet zum Arzt gehen. Na gut, dann fahren wir zum Arzt. Kinder, ihr bleibt hier. Okay. Esst ruhig und schaut weiter das Spiel. Ihr kennt euch ja hier aus. Guten Tag, ich habe eine Schnittwunde. Oh je,
Kommen Sie schnell bitte mit in die Notaufnahme. Ich bringe Sie hin. Bitte hier entlang. Hallo, ich habe eine Schnittwunde. Sie hört gar nicht mehr auf zu bluten. Okay, ich mache das Tuch mal ab. Wie ist das denn passiert? Bin beim Jubeln an die Lampe gesprungen. Aha. Das muss genäht werden. Wir bereiten gleich alles dafür vor. Ach, herrje, oh nein, ein Gegentor! So, wir sind fertig. Sie dürfen jetzt nach Hause. Nächste Woche müssten Sie allerdings noch einmal zum Fädenziehen kommen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Wie steht es denn jetzt eigentlich? 1:1. Da ist ja noch alles möglich. Oh je, das wird aber spannend. Komm, wir fahren schnell nach Hause. Da kommen Sie wieder. Ah, Michael, ist alles wieder in Ordnung? Papa, geht's dir wieder gut? Ja, die Wunde ist genäht worden. Papa, es steht 2:1. Für wen? Na, für uns. Und Afif, das Spiel ist gewonnen. Hurra, gewonnen! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Fußball-WM 2018. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Bis bald. Tschüss!